Ja, Leute, willkommen bei Spyro Reanimated Trilogy. Ja, bei Spyro Reanimated Trilogy, Leute, haben wir ja Spyro 1 gespielt. So, jetzt spielen wir aber Spyro 2. So, weiter. 94%, Leute. Ich habe den einen Flugspiel nicht gespielt, diesen Minispiel. Und den letzten Flug haben wir auch nicht gemacht. Deswegen 94%. Aber heute spielen wir Spyro Raptor's Rage. Alles, was ihr über dieses Spiel wissen wollt, werde ich sowieso in die Beschreibung packen. Die Leute, die mein Spyro the Dragon Let's Play noch nicht geschaut haben, sollen die den erstmal den anschauen und dann den Let's Play, Leute. Auf jeden Fall abonnieren und bitte Like nicht vergessen und ich wünsche euch auch viel Spaß. So, fangen wir dann an. In der Welt der Drachen. Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nestie Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Raptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Raptor. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Raptor, das weißt du. Es klappt, es klappt. Ich habe einen Drachen. Huh? Boah, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Fian! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas von mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avada geholt? Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Raptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Raptor folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Ah, wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Das Abenteuer beginnt, Leute. Und da sind wir auch. Ihr habt schon die Gegner gesehen, Leute. Die drei Bosse. Der Endboss ist sowieso Raptor. Und ja, die haben das schon okay gemacht. Weil ich kenne das ja anders. Durch die Stimmen schon. Weil Raptor hat den geilsten Stimme überhaupt gehabt, Leute. Ich würde ja... Irgendwann werde ich das vielleicht dann machen. Mal schauen. Vielleicht in einem Stream oder sonst irgendwann. Dass wir die ganz alten Spiele dann spielen. Also den ersten Teil werde ich auf jeden Fall nicht mehr spielen. Aber den zweiten Teil könnte ich wirklich nochmal spielen können.
Weil der zweite Teil und der dritte Teil sind meine Lieblingsteile, Leute. Deswegen. Sind meine Lieblingsteile, genau. So, dann fangen wir mal an, ne? Richtig. Und wir haben das, die Map haben wir ja hier drüben, die Karte. Und da ist das wieder. Glimmer sind wir. Wir haben 4 Leben. Da oben ist noch so eine Beleuchtung. Was dann auch sein soll. Und 19 Edelsteine. Aber wir brauchen 400. Und von 3 Kristalle brauchen wir. Diese grünen Kristalle. Die sind wichtig, Leute. So. Willkommen in Glimmer, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Gerne. So. Ja, die Gegner haben sich auch ein bisschen geändert. Das sieht man auch schon. Aber wie fangen wir wieder an, Leute? Erstmal alles sammeln. Und dann gehen wir in einem Level rein. Das ist das Wichtigste, sammeln. Ja, ihr sagt jetzt bestimmt, ja, du sammelst alles, aber du machst nicht 100%. Leute, genau, ich mache nicht 100%, aber ich versuch's, ja. Und außerdem, manche Sachen sind wirklich unwichtig. So, was haben wir hier drüben? Ach, geht gar nicht, ne? Also, die haben das so richtig schön gemacht hier mit dem Design, dass man wirklich überlegt schon, wo man hinfliegen muss, ne? Weil ich kenne das ja anders. Also, den zweiten Teil habe ich ja auch gespielt. So, den kann man so bestimmt besiegen. Ach so, das sind die Gegneranzeige, ist das. Wie viel man besiegt hat. Oder diese Riesengegner. So, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Aber alles mitnehmen. Und die Musik gefällt mir auch. So, dich nehmen wir mit. Wie ihr merkt, Leute, ja, die Kisten haben sich hier geändert. Ne, bei diesem Teil ändert sich das. Die Gegner ändern sich natürlich auch hier. Die Mini-Gegner hier. Und wie gesagt, die Kisten haben sich wirklich geändert. Und die Edelsteine sehen jetzt auch anders aus, Leute. Zum Beispiel dieser Dings, lilane, sieht anders aus. Also designtechnisch gefällt mir das richtig sehr. Wirklich, Leute. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später. Das heißt speichern, ne? Nicht in Schwierigkeiten gerätst. Naja, die Erklärung hat sich auch geändert, merkt man ja. Leute, wann habe ich das zuletzt gespielt? 2018. Deswegen ist das jetzt für mich wieder... Also für mich ist das ja nicht blind jetzt. Ich weiß schon, was ich hier machen muss. Erstmal müssen wir den Hegel hier retten. Den Kumpel. Ist doch schon Hegel. Ja, den Typen müssen wir retten. Also... Was soll das halt nicht da sein? Ist das ein... Ist das eine Maus? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, was. Ah, da ist der Typ. Du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen, wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Ja, müssen wir, Leute. Das ist der Abzocker von Spyro. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hot daran, kostenlos. Wenn du noch mehr Edelsteine hast. Oh Mann. Ich muss mal kurz stoppen, Leute. So, Leute. Boah, ich hab einen Schluck aufbekommen, ey. Richtig heftig. Jetzt juckt mir jetzt meine Nase. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht wieder zurück. Oh Mann, meine Stimme. So, wie gesagt, Leute, das ist der Abzocker von Spyro. Dieser Typ, ne? Ich würde den halt nicht umbringen. Ich würde den halt nicht braten, ne? Den grillen. Können wir den grillen? Ne, der macht ja nichts. Also, die größeren Gegner geben uns keine Edelsteine mehr, sondern
Wir bekommen das hier. Ja, hat sich geändert, ne? Das nächste Spiel, deswegen. So, alles haben wir hoffentlich. Wieder designtechnisch wieder richtig geil, ne? Hier. So, wir müssen darüber. Ich weiß schon, wie wir darüber kommen. Erstmal hier. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Umsehen. Aber man kann nicht zoomen. Das ist immer noch nicht gemacht. Das haben die auch nicht übernommen, die Entwickler. Leider. Wichtig ist, dass wir alle Edelsteine hier finden. Das waren 400, ne? Ja. Die Hälfte haben wir jetzt. Und hier haben wir das Ende des Levels. Ich weiß schon Bescheid. Ich kenne das ja in- und auswendig schon. Als Jugendlich habe ich das ja gesucht, Leute. Ich habe das fast jeden Tag gespielt. Weil das ist das geilste Spiel überhaupt gewesen, ne? Okay, hier ist das jetzt nicht auf. Komisch. Weil da war was, ne? Oh mein Gott. Naja. Oh, was Neues wieder. Also, ich erinnere mich schon an manche Sachen schon, aber das da gerade drüben... Nee, an das erinnere ich mich nicht mehr. Warum das jetzt so ist. Jo, hier konnte man doch abkürzen, ne? Scheiße. Aber hier, das gibt's immer noch hier drüben. Haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Schwierigkeit steht da auch. Von 1. Ja, ich weiß ja schon, wie das geht, ne? Getroffen. Guter Schuss! Folgt mir zur nächsten Echse. Mach ich, aber wie komme ich jetzt darüber? Also, wow, Spyro. Ich dachte schon, wir fallen wieder runter, ne? So. Euch Marienkäfer nehme ich natürlich mit. Vielleicht bekommen wir ein Leben. Oh, hier sind noch Edelsteine. Die Edelsteine hier sammle ich auch. Dann gehen wir zu der nächsten Echse gleich. Das Superflug Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-Up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Ja, da steht das schon. Schwierigkeitsgrad ist 1 Stern. Aber erst sammle ich hier, ne? Ist wichtiger. Ah, da ist die nächste Hexe. Oh, ich hab den noch bekommen. Also da haben wir jetzt gecheatet. Den bekomme ich nicht mehr. So, hier war noch was, ne? Ja, also Design ist geändert ja hier. Ach, da drüben ist das, ne? Kannst du mal bitte Spyro... Ja, ist schon geändert hier. Hier waren eigentlich auch Edelsteine, Leute. Hier. Ist nicht mehr. So, ich mach das jetzt gleich. So, ich bin bereit. Eine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben. Aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Ja, geht mir genauso. Edelsteine mag ich auch lieber. Anstatt diese Kugel. So,
Kugel haben wir jetzt, einen grünen. Oh, da habe ich was vergessen. So. Aber wir müssen jetzt rüber, ne? Ich werde jetzt ein bisschen cheaten. Vielleicht kennt jeder den Trick, aber manche nicht von euch, ne? Ich hoffe, das klappt jetzt beim ersten Versuch. Weil es ist schwer, Leute. Ja, es ist schwer. Ich werde es nochmal versuchen. Vielleicht klappt das ja auch nicht, ne? Vielleicht geht das auch nicht hier. Oh. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Da haben wir den Talisman. Das Ende des Levels, Leute. Aber ich beende den Level. Ein Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald. Eine der Heimatwelten von Avala. Ja, ich werde den Level noch nicht beenden, natürlich, ne? Weil hier fehlt ja noch was. Wenn ich das noch holen kann. Weil ich habe das ja früher immer gecheatet, ne? Ja, Spyro, das war richtig blöd. Komm, beeilen wir uns. Ich hoffe, das macht er jetzt. Oh, das war scheiße. Das auch. Was macht der? Der hat sich die ganze Zeit den Kopf gestoßen. Naja, ich hole mir lieber jetzt die Edelsteine da drüben. Und einen Versuch mache ich dann auch noch. Also ist jetzt ein bisschen nervig, dass ihr jetzt warten müsst, Leute. Wenn ich zu dem nächsten Level gehe, aber... Ja, muss jetzt sein, ne? Weil ich will alles hier mitnehmen. So. Dann hole ich mir euch erstmal. So, und darüber müssen wir. Ich brauche den. Wir kommen dann nur hin, wenn wir klettern können, Leute. Hier werden wir klettern lernen. Hier lernen wir auch schwimmen. Auch andere Sachen, Leute. Deswegen ist das auch einer meiner Lieblingsteile. Weil bei dem ersten kann man ja nicht schwimmen. Das hat mich immer genervt, habt ihr ja gesehen. Weil wir sind direkt gestorben. So, ich versuche jetzt mein Glück. Nochmal. Ja, Spyro fliegt auch so komisch, ne? Hier. Ja, keine Ahnung. Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, du wohl auch. Wenn du klettern gelernt hast. Ja, Leute, es geht nicht. Bei dem alten Spiel geht das, aber hier geht das leider nicht. Und deswegen fehlen uns auch jetzt hier noch Edelsteine leider. Und natürlich ein paar Kugeln fehlen uns auch. Aber wie gesagt, wir machen dann noch die nächste Aufgabe. Das mit den Echsen. Ne, das waren die hier. Da ist da einer. Du musst zielen, um diese Echse zu... Ja, ich weiß schon, wie das geht. Brauchst mir das nicht zu erklären. So, den dritten haben wir von 6. So, dann mache ich das noch. Holen wir uns noch eine Kugel und dann muss ich irgendwann wieder zurück hier hin, ne? So ein Scheiß aber auch. Ja. Lieber den alten Teil würde ich ja spielen, ne? Aber die Grafik ist viel besser hier. Stein mit deinem Maul auf, indem du darauf zuckst. Ja, ich weiß, wie das geht, Mann. Du brauchst mir das nicht zu erklären. Bin ich blöd. Die Leute, die das nie gespielt haben, könnten die Info wissen, aber ich brauche die Info nicht. Die Erklärung. Ja, schneller bitte. Wir wollen auch zu dem nächsten Level, wenn es geht. Ich glaube aber nicht mehr, Leute. Weil heute haben wir ja nur gesammelt. Außerdem nehmen wir auch alles mit, was wir sehen und mitnehmen können, ne? So, nur noch einen. Ich weiß auch, wo der ist.
Ja. Spyro. Der Scheiß ernst jetzt. Nein. Ich weiß halt schon, wie das geht. Ich wollte die Kamera benutzen. So. Ja, es ist leicht, Leute. Du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Ein Mädchen mit Flügel. Sag doch direkt ein Fee, Oh Mann, die Erklärung manchmal, ne? Zum Beispiel, das ist ein Fee, Leute. Die jetzt speichert. Für uns. So, und du? Wo ist das? Boah, man kann den nicht verletzen, ne? So, ab zu Glimmerwald war das, ne? Oder... Keine Ahnung, ich hätte den Namen vergessen, wenn wir jetzt sehen. Nach Sommerwald. So, ich weiß nicht jetzt, ob eine Sequenz jetzt kommt. Ich glaube schon. Lernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich, hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Spyro, schau, du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Riptor nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Riptor in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Ja, von wegen, Spyro. Mittag, meinst du? Das dauert ewig, bis wir bei Ripto sind. Der hat noch zwei Handlanger, ne? Deswegen, ach so, das heißt Glimmer, genau. Und da haben wir das Talisman, das wird angezeigt. Und hier haben wir ein Leben. Das Leben bekommen wir jetzt anders, Leute. Nicht mehr jetzt von dieser, war das nochmal ein Muschel? Irgendwas war das, ne? Wo wir das bekommen haben beim ersten Teil. Ja, diesmal sind die hier so angezeigt. Und euch grill ich mal wieder, damit wir Leben bekommen. Perfekt. So, wir können noch nicht schwimmen. Aber, ja. Ja, uns wir verletzen uns nicht mehr wie früher, Leute. Das ist das Gute jetzt. So, natürlich alles wieder sammeln. Da runter können wir jetzt mal noch nicht, weil wir nicht tauchen können, also schwimmen. So, normal schwimmen kann Spyro schon, ne? Ja. Normal schwimmen kann der, aber nicht tauchen, Leute. Das werden wir noch lernen. So. Spyro sagt ganz cool, das hat ein Ziege, ey. Das ist ein Faun. Hab ich auch noch nie gehört. Bin euch ehrlich. Spyro. Die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Riptor die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln.
Ja, hatte ich schon einen Tipp gegeben. Das ist Sommerwald, das ist eine Welt. Und Glimmer ist ein Level, Leute, wo wir gerade waren. Und ich muss zurück zu Glimmer, ne? Wenn ich klettern kann. Und das wird schon dauern, bis wir klettern können. Ja, schade ist, dass wir nicht mehr tricksen können, ne? Bei diesem Spiel. Oh, die Frösche, den nehme ich natürlich mit. Und ich sehe gerade, dass der Part schon lange geht, ne? Ich muss den gleich beenden. Ich wollte halt nicht noch sammeln hier. Aber wir beenden den Part. Der erste Part kann eigentlich lange dauern. Ja, könnte ich den eigentlich ein bisschen länger machen, ne? So, da haben wir Tiger, ne? Nein, Tiger, sag ich. Jäger. Hallo, Spyro. Ripto hat die Brücke zerstört, also musst du hinübergleiten. Drück Sprung und dann erneut Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Ja, das kennen wir schon. Diese Erklärung könnt ihr euch sparen, weil wir haben den ersten Teil gespielt. Die Libelle Sparks, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie leuchtet, desto mehr Trefferpunkte hast du. Ja. Die Erklärung könnt ihr euch aussparen. Die Leute, die nur mit dem zweiten Teil anfangen, das ist dann wichtig für den. Aber nicht für uns. Deswegen habe ich das auch so überlegt, dass ich dieses Spiel direkt mal fertig bringe. Also den zweiten und den dritten auch irgendwann. Also ich werde keine Pause diesmal einlegen, wie ich das bei den anderen Projekten gemacht habe. So, das ist keine Kiste mehr, das ist jetzt eine Vase, Leute. Da habt ihr schon eins gesehen. Ja, die Edelsteine sind jetzt auch anders versteckt. So, und da haben wir den Verbrecher wieder. Dieser Abzocker, ne? Richtiger Abzocker, Leute. Der verarscht uns richtig. So, da ist Kolosse. Auch ein Level. Ah, ich habe alles gesammelt, ne? Außer wir können jetzt nicht schwimmen. Also tauchen, besser gesagt. Deswegen kommen wir reden noch mit dem ein. Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Ja, hat der schon gesagt, ne? Mit deinem eigenen Mund. Brauchen wir 500 und wir brauchen noch 100, Leute. Schade. Warum hat mir das gefehlt? Weil ich den einen Aufgabe nicht machen konnte, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das... Jo, hier ist doch was. Alles dann kriegen könnte. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Ich weiß schon, wie man springt. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit zu gleiten. Drück Sprung und drück Sprung. Ja, wow. Wie du das erklärst. Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten. Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Ja, bei dem ersten Teil hat das nicht funktioniert, Leute. Aber hier geht das. So, dann Dreieck. Hier geht das, aber bei dem ersten Teil ging das ja nicht. Deswegen sind wir auch mehrmals gestorben. Wenn ihr euch erinnert. Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht nach vorne zu drücken. Ja. Und den. Den nach vorne, diese Kugel. Den hat man bekommen. Mit einem Trick, aber hier geht das glaube ich nicht mehr. Du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Wir haben drei. So, da drüben war ja noch was, habe ich gesehen. Ich gehe gleich auch dahin, aber ich versuche jetzt mal das zu machen. Ich glaube, der bekommt das sowieso nicht, der Herr Spyro. Weil, Leute, das ist nicht das alte Spiel. Ja, er kriegt das nicht hin.
Können wir vergessen. Ich glaube, man kommt da anders dann rüber, ne? So, hier haben wir die vergessen. Ja, mir fehlen noch. Schade, ey. Mir fehlen noch 77 Edelsteine. Dann hätte ich das jetzt mit dem Schwimmrad raus, ne? Schade, ich würde jetzt in einem Level gehen. Also reingehen. Götzenquelle, da würde ich jetzt eigentlich rein. Ich glaube, das ist das erste Level, ne? Weil Glimmer hatten wir. Nach Glimmer kommt das, glaube ich, ja. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal, Leute, leider, ne? Weil so lange will ich den Part jetzt auch nicht bringen, ne? Wir machen ja auch keinen Stream. So, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. So, das war's dann mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt Spyro Raptors Rage. Ciao, Leute.